zusammen und herzlich willkommen zum Kaffeeklatsch am Sonntag. Ich nehme heute wieder mal vom Tablet auf, weil, wie gesagt, mein Handy ist runtergefallen und jetzt werde ich vorübergehend übers Tablet aufnehmen. Also Max on Tour fällt zurzeit jetzt ins Wasser. Ich werde aber im Laufe der Woche mal nach dem Handyladen gucken und dann in den Handyladen gehen, damit wir Max on Tour wieder machen können. Weil das Handy, wenn ich anmache, Moment. Eine Zeit lang geht's so und dann fängt es plötzlich an zum Flimmern. Dauert jetzt ein bisschen. Ja? Drum lasse ich es jetzt aus, dann kann ich nachher gerade nur so den Kommentar der Woche durchlesen. Einblenden kann ich es euch nicht. Leider. Das mal. Aber gut. Ich habe euch, jetzt kommen wir mal zum ersten Thema und das zweite ist dann der Kommentar der Woche. Ich habe euch letztens ja mal gesagt, dass ich an den Krimi schreibe. Und zwar Tödliches Ende heißt der. Ich habe die ersten zwei Kapitel schon fertig. Jeweils Vorder- und Rückseite. Also was heißt fertig? Ich habe es noch nicht ganz fertig. Es sind einige Stellen drin, da wo es noch hapert, wo ich noch ein bisschen ausbessern muss. Und ich lese euch einfach jetzt einmal das Ursprüngliche vor. Und wenn ich es ausbessert habe, kann ich es ja nochmal ausgebessert vorlesen. Also, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Tödliches Ende. Es ist ein Montag, der 1. August 2022 um 13.15 Uhr, als ein Mädchen mit schwarzen Haaren, rot gestreiften kurzärmeligen Shirt, zerrissenen Jeans und einen Rucksack von Scout, auf dem weiße Pferde abgebildet sind, in der City Gallery durch den dortigen Park geht. Heute beginnen auch die Sommerferien in Augsburg. Als sie an einer Bank ankommt, stellt sie ihren Rucksack ab und beginnt sich ihre Getränkeflasche, in der sich Spezi befindet, zu holen. Kaum hat Amelie die Getränkeflasche herausgeholt, bemerkt sie, dass unter ihrer Bank jemand liegt und packt ihre Flasche ein. Als die Flasche weg ist, sieht sie nach, wer die Person unter der Bank ist, und dabei handelt es sich um einen blondhaariges Mädchen mit Zöpfen, einem rosafarbenen Shirt und ebenfalls einer Jeans. Amelie dreht das Mädchen vorsichtig um und erschrickt. Julia, sagt Amelie, die sofort den Puls fühlt und merkt, dass sie tot ist. Worauf Amelie ihr Handy aus der Hosentasche holt, um die Polizei anzurufen. Hofmeier, meldet sich ein Polizist am anderen Ende der Leitung. Amelie Geier, meldet sich Amelie. Ich habe ein Mädchen tot unter einer Bank gefunden. Wo bist du? Im Park an der City Galerie. Vorder- oder Hintereingang? Hintereingang. Bleib vor Ort. Ja, danke, sagt der Polizist am anderen Ende der Leitung, worauf beide auflegen. Zur selben Zeit im Polizeipräsidium Augsburg, wo ein braun gebrannter, sportlich gebauter, blond gelockter Mann mit rotem Shirt und brauner Jeans dessen Büro betritt und sich an seinen Schreibtisch setzt. Dieser Beamte hat den Namen Max Stein und beginnt sein Papierkram durchzugehen. Da klopft es und Herr Stein bittet die Person herein. Es handelt sich um Herrn Hofmeier, der die Nachricht, die er vor einigen Minuten erhalten hat, mitteilen möchte. Herr Hofmeier, sagt Herr Stein und geht sich Kaffee aus der Maschine, die im Büro steht, holen. Was möchten Sie? Im Park bei der City Galerie am Hintereingang hat eine Schülerin ein totes Mädchen gefunden. Ist Frau Specht vor Ort? Ja, gerade unterwegs, Herr Stein, sagt Herr Hofmeier, und da kommt eine schlanke, blond gelockte Kollegin mit Namen Caroline herein. Mit Caroline Reiter, ungefähr 25 Jahre alt, herein. Sie hat ein grünes Shirt und eine Jeans an. Sie kommen gerade richtig, Frau Reiter, sagt Herr Stein und sieht Frau Reiter an. Ich verstehe gerade nicht ganz, was Sie mir damit sagen wollen, Herr Stein. Wir haben einen neuen Fall und ich möchte Sie als meine Assistentin, Frau Reiter. Um was geht's?
Eine Schülerin hat im Park an der City Galerie am Hintereingang ein nicht mehr lebendes Mädchen unter einer Bank gefunden und jetzt fahren wir dorthin, weil Frau Specht auch bereits unterwegs ist. Herr Hofmeier, Sie kommen bitte mit den Kollegen nach, sagt Max. Und so gehen Frau Reiter und er in Richtung Tür, worauf man Herrn Hofmeier nicken sieht. Herr Stein fährt also gemeinsam mit Frau Reiter zu dem besagten Ort im Park an der City Galerie. Treffen die beiden dort auf die Kriminaltechnologin Frau Specht. Diese ist eine rothaarige, ungefähr 45-jährige Frau, die gerade bei dem leblosen Körper kniet. Frau Reiter und Herr Stein stellen sich neben Frau Specht, worauf diese sie begrüßt. Hallo, spricht Frau Specht die beiden an und steht auf, worauf sie zu erklären beginnt und die beiden Ermittler hören ihr zu. Das Mädchen hier auf dem Boden hat den schönen Namen Julia Kaiser und war gerade mal 16 Jahre alt. Ich gebe euch mal den Ausweis des Mädchens. Sie hat Kratzer am Oberarm, was darauf hinweist, dass sie sich gewehrt haben muss. Können Sie uns genaueres zur Todesursache sagen? Fragt Herr Stein. Die Tatzeit war zwischen 11 und 12 Uhr, mehr kann ich euch erst nach der Obduktion sagen. Und wenn es soweit ist, rufe ich euch an, sagt Frau Specht und geht in Richtung ihres Wagens. Dies ist ein BMW i3 und noch dazu ihr neues, nachdem ihr Fiat 500L kaputt gegangen ist und man ihn nicht mal mehr reparieren konnte. Herr Stein und Frau Reiter nehmen den Fall auf. Die beiden gehen hinüber und fangen bei Amelie an, die das Mädchen gefunden hat, und Frau Reiter setzt sich zu ihr auf die Bank. Grüß dich, sagt Herr Reiter. Grüß dich, sagt Herr Stein. Und zieht seinen Ausweis heraus. Diesen zeigt er Amelie. Wir hätten da ein paar Fragen. Da nickt Amelie und das bedeutet, dass die beiden Ermittler mit den Fragen beginnen können. Kennst du das Mädchen eigentlich, fragt Frau Reiter. Das ist Julia Kaiser. Sie ging mit mir in die Schule. Wo gehst du zur Schule? Fragt Herr Stein. Pankratius-Schule. Hatte Julia Feinde? Fragt Frau Reiter. Nein. Ist dir was Ungewöhnliches an ihr aufgefallen? Da weiß ich gerade nichts. Wenn es dir einfällt, dann ruf uns doch bitte an, sagt Herr Stein und übergibt Amelie die Telefonnummer. Wo wohnt Julia? In der Leonard-Hausmann-Straße 26 in Verse. Danke und halte dich zur Verfügung, okay? Okay, sagt Amelie, worauf Herr Stein und Frau Reiter in Richtung Parkhaus gehen, als beide einige Zeit später in ihrem Wagen, einem dunkelblauen BMW 8er Cup, ankommen und Herr Stein losfährt und sich beide angeschnallt haben, wird sich noch etwas unterhalten. Was denkst du, fragt Herr Stein und sieht dabei kurz Frau Reiter nachdenklich an. Vielleicht fällt ihr noch ein, ob das Mädchen an einem Ort gefunden wurde, den sie ihrer besten Freundin anvertraut hat. Wie gesagt, ich muss das alles noch ein bisschen umschreiben, ich lese jetzt aber die Fehler mit vor. Also, vielleicht fällt ihr noch ein, ob das Mädchen an einem Ort gefunden wurde, wenn sie ihrer besten Freundin anvertraut hat. Das denke ich auch, sagt Max nachdenklich und fährt in Richtung Verse zur Leonard-Hausmann-Straße. Fast alle Ampeln sind rot, bevor sie letztendlich ankommen und Herr Stein verzweifelt nebenbei. Eine Weile später kommen sie in der Leonard-Hausmann-Straße 26 in Verse an. Es ist ein Gebäude einer ehemaligen mechanischen Weberei, in dem die Familie wohnt. Beide steigen aus und gehen in Richtung Türchen, wo Herr Stein klingelt. Durch eine Sprechanlage, die sich bei der Klingel befindet, hört man eine dunkle Männerstimme. Wer ist da? Fragt die Stimme. Kriminalpolizei. Polizei? Dürften wir herein? Fragt Frau Reiter und so dürfen sie eintreten, worauf sie von einem Mann mit Bart, nachdenklichem Blick, kurzen Haaren, schwarzer Jeans und weißem Shirt und im Alter Mitte 50 die Tür öffnet, um sie zu empfangen. Da zeigen Herr Stein und Frau Reiter erstmal ihre Ausweise und gehen danach mit Herrn Kaiser ins Gebäude. Frau Reiter sieht sich nebenbei etwas um und ist beeindruckt. Ist Ihre Frau auch zu sprechen? Fragt Herr Stein.
Sie ist in der Küche und kocht. Dann gehen wir mal dorthin, sagt Herr Stein, und so geht es in die Küche, wo sich, wie gesagt, Frau Kaiser befindet und kocht. Frau Kaiser hört schlagartig auf und dreht sich zu ihrem Mann und den beiden Ermittlern mit verdutztem Blick um. Herr Kaiser geht zu seiner Frau an die Arbeitsfläche, wo sie kocht, und spricht sie an, damit er sie aufklären kann. Das sind Leute von der Polizei, sagt Herr Kaiser und setzt sich auf einen Stuhl, der in der Nähe steht, auf dem ein rotes Kissen liegt, wo Herr Kaiser zur Seite tut. Was möchten Sie, fragt Frau Kaiser. Wir haben eine traurige Nachricht, sagt Frau Reiter und setzt sich dazu auf die Eckbank. Ihre Tochter wurde von einer Schülerin tot unter einer Bank im Park an der Citygalerie aufgefunden. Wie ist sie ermordet worden? Sie hatte Kratzer am Oberarm und wir gehen davon aus, dass sie sich gegen den Täter gewehrt haben muss. Unsere Kriminaltechnologin hat uns gesagt, dass die Tatzeit heute Mittag zwischen 11 und 22 Uhr war und wurde um 13.15 Uhr gefunden, sagt Herr Stein. Kennen Sie den Namen des Mädchens, die meine Tochter gefunden hat? Sie heißt Amelie, sagt Frau Reiter. Amelie Geier? Kann sein, sagt Herr Stein. Wir wissen nur Amelie. Jetzt stellen wir aber unsere Fragen, sagt Frau Reiter. Machen Sie nur. Haben Sie eigentlich beobachtet, wo und wie lange Ihre Tochter im Internet war? Fragt Herr Stein. Nein. Das hätten Sie eigentlich besser tun sollen. Hören Sie mal, sagt Herr Kaiser. Julia war 16 Jahre alt. Gerade da sind Mädchen und hauptsächlich Mädchen recht leichtsinnig. Was wollen Sie damit sagen? Wir haben oft gehört, dass sich vor allem Mädchen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren im Internet verliebt haben und es sehr häufig nach hinten losging. Sie meinen, es hat was mit dem Internet zu tun, Herr Kommissar. Könnte durchaus möglich sein, sagt Frau Reiter und sieht ein Handy der Marke Samsung auf dem Küchentisch liegen und schaut zu Herrn Kaiser. Das ist doch das Handy Ihrer Tochter, Herr Kaiser. Ja, dürften wir es uns ausleihen, fragt Herr Stein. Klar, danke, sagt Frau Reiter und steckt das Handy in eine Tüte. Das war es auch schon, halten Sie sich zur Verfügung, sagt Herr Stein und gibt Herrn Kaiser die Telefonnummer. Was sind Sie von Beruf, Herr Kaiser, fragt Frau Reiter. Tierpfleger im Augsburger Zoo. Dann wissen wir ja, wo wir Sie finden, wenn Sie gerade mal nicht zu Hause sind, sagt Herr Stein und so verabschiedet man sich voneinander. Zur gleichen Zeit bei Amelie zu Hause, die ihren Computer hochfährt, um ein wenig ins Internet zu gehen. Sie möchte auch in den Chat, in dem auch Julia war, als sie noch lebte. Nebenbei hört sie ein Best-of-Album von Justin Bieber aus dem Jahr 2019 an. Als der Computer hochgeladen hat, geht sie auch schon ins Internet und gibt den Namen Mein Flirtchat ein und das so zusammengeschrieben. Als sie im Flirtchat ankommt, nennt sie sich Franziska 66 und als Alter gibt sie 17 Jahre alt ein und das Passwort, das sie eingibt, heißt Schmetterling 3000, weil Schmetterlinge ihre Lieblingstiere sind. Danach bekommt sie Zutritt zum Chat und sieht sich erstmal um, was so alles los ist und wer alles da ist. Nach nicht mal 3 Minuten wird sie von einem User mit Namen Herbie400 angeschrieben. Hallo, sagt Herbie400 und wartet auf eine Antwort von Amelie. Hallo, ich heiße Herbert und du? Ich bin Franziska. Wie alt bist du? 17. Ich bin 25. Das sind ja einige Jahre auseinander. Was hast du für Hobbys, Franziska? Reiten, singen, mit Freundinnen was machen und im Schwimmverein schwimmen. Du bist in einem Schwimmverein? Du bist in einem Verein? Ja, im Schwimmverein Delfin. Was machst du heute noch? Ich muss nachher noch mit dem Hund raus.
Du hast einen Hund? Ja. Wie heißt er? Bello. Schöner Name für einen Hund. Hast du vielleicht ein Bild von dir? Fragt Herbie und bekommt darauf ein Bild zugesendet. Darauf schickt er der Amelie ein Bild von sich. Auf diesem Bild ist er sportlich gebaut, mit Sixpack und sportlich angezogen zu sehen. Wie findest du es? Fragt Herbie 400 mit grinsendem Smiley. Ziemlich sportlich. Also findest du es gut? Ja, schon. Bist du öfter hier? Ich bin halt hier, wenn ich Zeit und Lust habe. Können wir uns morgen 16 Uhr hier treffen, um zu schreiben? 16 Uhr geht in Ordnung. Bis morgen dann, sagt Herbie 400 und verlässt den Chat. Als Herbie 400 aus dem Chat gegangen ist, geht auch Amelie aus dem Flirt-Chat und schaltet ihren Computer aus. Anschließend sieht sie auf die Uhr und bemerkt, dass es schon 22 Uhr ist, worauf sie sich fertig macht und ins Bett geht. Zur selben Zeit im Polizeipräsidium Augsburg im Büro bei Frau Reiter und Herrn Stein, wo Frau Reiter noch mit Julia Kaisers Handy beschäftigt ist. Frau Reiter, haben Sie schon auf die Uhr gesehen? Fragt Herr Stein und setzt sich auf seinen Bürostuhl. Es ist jetzt 22.30 Uhr. Und? Bis 23 Uhr machen wir und dann Feierabend. Ja, antwortet Frau Reiter etwas genervt und scrollt im Handy ganz konzentriert weiter. Meiner Meinung nach hat die Julia ihrer Freundin, also der Amelie, ein Geheimnis verraten, wo niemand wissen durfte. Du meinst also, dass Amelie es uns nur nicht sagen will? Ja. Nun, wo Julia tot ist, da könnte sie doch. Eben, genau das denke ich mir die ganze Zeit. Wir fahren morgen nochmal zu den Kaisers und fragen Frau Kaiser, wo die Freundin ihrer Tochter Julia wohnt, sagt Herr Stein und sieht auf seine Uhr. Jetzt ist Feierabend, fügt Herr Stein hinzu und so machen beide Feierabend. Ja, das war jetzt das erste Kapitel, so wie ich es jetzt erstmal habe. Ich werde das erste und das zweite Kapitel natürlich bearbeiten nochmal, also nochmal abschreiben. Ich habe jetzt auch herausgefunden, wie man die Seiten an der Seite einfügt. Und nächsten Sonntag lese ich euch vielleicht noch das zweite Kapitel, wie es jetzt ursprünglich ist, vor. Und ansonsten, das zweite Video machen wir auf jeden Fall noch. Auch wenn das Handy kaputt ist und dauernd flimmert. Muss ich mal gucken, ob ich es euch jetzt zeigen kann. Ja, jetzt flimmert's nicht, aber wir machen das zweite Video auf jeden Fall. Weil so gut wie es möglich ist, machen wir's. Auf jeden Fall wird das dann das Fragen- und Antworten-Video, wo ich ja mal gesagt habe, ihr könnt mir Fragen für ein Fragen- und Antworten-Video schicken. So, und jetzt kommen wir zum Kommentar der Woche, und zwar ist der vom Anonym. Wie gesagt, ich kann es euch nicht einblenden, aber ich lese es euch vom Handy ab. Also, vom Anonym ist der Kommentar, und zwar hat er geschrieben: Was ist deine Meinung zu Mädels, die im Bad das Handy vors Gesicht halten und ein Foto machen? Da, jetzt geht's los. Da ist die ganze untere Hälfte voll. Aber gut, jetzt bleiben wir bei der Frage, was ist deine Meinung zu Mädels, die im Bad das Handy vors Gesicht halten und ein Foto machen? Also Mädels, die so dran stehen und Fotos machen. Da sieht man nur das untere
und ein bisschen was vom Schädel. Und da halt so. Aber der hauptsächliche Teil sieht schnell, ich weiß nicht, was das bringt, wenn man so vorm Spiegel steht und dann. Ich hab keine Ahnung, das sieht man ja nicht gescheit, was das eigentlich werden soll. Was meint man, wieso man so ein Selfie macht? Ja? Da steht man lieber so vor dem Spiegel und macht das Selfie. Was soll denn das? Ja? Naja, ihr könnt mir gerne eure Meinungen in die Kommentare schreiben und dann reden wir in die Kommentare drüber. Ansonsten war's das. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke. Wenn ihr da drauf klickt, verpasst die neuesten Videos nichts. Ich werde jetzt dann noch das zweite Video herrichten, sodass es heute Abend bloß noch online kommen muss. Und dann werde ich an meinem Krimi wieder arbeiten. Ihr könnt mich wieder mal abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke. Wenn ihr da drauf klickt, verpasst die neuesten Videos nicht. Meine Social Media Sachen stehen in der Videobeschreibung. Wenn es im Bild nicht geht, weil übers Tablet weiß ich es jetzt nicht mehr so. Aber ich denke schon, das geht. Ansonsten Bild- und Videobeschreibung. In Basti sei, Facebook Messenger steht in der Videobeschreibung. Und wo man Basti und mir Post hinschicken kann, steht in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, wenn ihr was von Basti hören wollt oder wissen wollt, dann schreibt es ihn einfach im Facebook Messenger an. Na? Ansonsten habe die Ehre, wir sehen uns.